Hallo, Knusperkekse und Blubbererschen. Weiter geht's jetzt hier. Max Payne. Hier am Schiff. Oh, da habe ich noch einen Kandidat von vorhin übersehen, anscheinend. So ein Penner. Lass den mal hier alle machen. Like soldiers in one of those Central American guerrilla armies. Pirates with a manifesto. Psychos with a dream. That sort of bullshit. Ja, das hatten wir schon, Junge. Lass mal hier die Pfeifen alle erledigen. Soll ich mir einen Revolver nehmen? Ne. Ich lasse jetzt mal hier die Pistole und dieses Maschinengewehr, das finde ich recht klasse. Radio. Maybe I could send out an SOS. Okidoki, also zurück bei Max Payne. Lasst uns Spaß haben hier. Spaß mit dem Papa hier beim Zocken. Jawohl, und hier kommen schon die nächsten Opfer. Long after a party had turned sour. Okay, also hier kommen garantiert wieder Gegner. Lass die mal hier alle kalt machen, diese Penner. The need to get out of the boat's hull and onto the upper deck as soon as possible was countered by the probability of running into another hijacker. I had to move carefully. Ja, aber carefully, das ist doch genau nicht unser Weg, Max. Das wissen wir doch beide. Dass das in die Hosen geht, na, was sag ich? Galate, du! Espera coño! Ach, knall sie doch alle ab, die verdammten Wichser! Ja, siehst du, so funktioniert das doch, ey! Machen wir uns nichts vor, Max! Wir ratzen die hier jetzt alle um und gut ist! So, und den ratzen wir auch noch schön um. Oh mein Gott, 14 Treffer in den Kopf. What the fuck? Scheiße, mir explodiert hier die Maschine. Steh auf, Max. I didn't care if I got shot the second I got out of there. I needed one more gulp of fresh air before I died. It was like the need for a wake-up whiskey after a two-day bender. How to shut off the fuel feeds. Move, Max. I shut down one engine. Na komm. But it didn't make much difference. Okay, also muss ich hier noch ein Rad drehen. Dann muss der Papa hier wieder mal am Rad drehen. Wo ist denn hier noch so ein beschissenes Rad? Alles habe ich ja gleich gefunden, aber wo ist denn hier das zweite Rad hier? Oh, hier, sieh mal. Dreh mal hier am Rad, Max. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. There. I can breathe again. Now the boat could get back to smelling like suntan oil, stale margaritas and greed. Okay, lass mal hier ein Painkiller einwerfen. Du Wichser! Alter Schwede, aus Meter Entfernung, 50.000 Kugeln. So, das wäre ein guter Filmtitel, oder? Aus 50 Zentimetern Entfernung 5000 Kugel. Nee, das reimt sich nicht. Okay, hier sind nur die Duschen. Lass mal hier lang gehen. Oh oh. So, this was the famous Panama Canal. We could have gone to the moon while I was passed out and I wouldn't have noticed. Oh oh, dem vertraue ich nicht. Da ist doch oben garantiert wieder eine Falle für mich, oder? Get the fuck off me! Alter, du Penner! Alter, durch die Scheibe, wie geil! Oh, ein Hodentreffer für den! Oh! In Zeitlupe! Den Bastard hinuntergeschossen! Alter Schwede, hier sieht's aus! Alter Schwede, hier sieht's aus! Hier war doch vorher noch Party! Und die Party ging ab, hey. The boat was well appointed. Okay, lass mal hier hineingehen. Komm schon, Max. Was ist hier passiert? Wo sind denn hier alle? The guys up ahead was machen die? Dealing with passengers like the rest of them.
Maybe I should have realized then that this was no ordinary kidnap job. Something on the boat had attracted the sharks. Alter, das ist ein Safe und die suchen Drogen. Und der verdammte Passos und der scheiß Marcello haben hier Drogen geschmuggelt. Okidoki, lass mal hier die Typen kalt machen. Einen Header nach dem anderen jetzt hier verteilen an diese Clowns. Jawohl, du Bastard. Alter Schwede, an die Wand genagelt, den verdammten Krüppel hier. Okidoki. Hier scheint die Luft rein zu sein. Lass mal hier alles aufsammeln gehen, was so geht. Hier geht's nicht weiter. Lass mal hier rechts weiter. Okidoki. Vielleicht auch im Basement, wenn hier kein Painkiller drin ist. Was? Hier ist kein Painkiller? Fuck. Und hier? Was haben wir denn hier? Auch nicht. Gar nicht haben wir hier. Haben wir hier vorne? Ach, Gott sei Dank. Oh, du Bastard! Da kommt noch einer! Alter Schwede! Alter, wie geil ist diese Bullet Time? Lass mal hier nachladen. Oh, du Schwein! Alter, du Wichser! Guys, other than good old-fashioned socialist zeal, what were they looking for? Okay, hier geht's nicht weiter. Oh, ich habe hier Gott sei Dank genug Schuss mit der Wumme, die ist gut, die Wumme, die ist wie eine Uzi. Alter, du Penner, dem schieße ich doch gleich mal schön hier alles zusammen, was sich... Was sich, oh mein Gott, auch nur treffen lässt. Wundervoll. Das sieht gut aus. Die entern hier gerade das Schiff. Fuck. Alter, du Bastard, ey. Hat mich dieses verdammte Stück Scheiße hier abgeballert. Lass mal schnell nachladen. Hier gibt's mal ein ganzes Magazin für dich, du dämlicher Bastard. Heiner für dich und dann hier oben für dich einen schönen Hodentreffer. Shit, nachladen. Ja, du Trottel. Jawohl, und auch für dich gibt's noch einen schönen Header, bevor ich jetzt hier gemütlich das Magazin nachlade. Okidoki, keine Gegner mehr. Dann lass mal hier in Ruhe aufsammeln, die Munition. Oh shit, da ist doch noch einer. Habe ich mich doch nicht getäuscht. Shit, ich sehe hier nichts. Muss mal hier in Deckung gehen. Ich sehe hier nichts durch Glas. Das war jetzt ein Zufallstreffer. Das gebe ich ehrlich zu. Das war jetzt mehr Luck als sonst was. Aber jetzt nehme ich mal hier die Knarre. Jawohl, neben der Zapfsäule, dem Bastard hier vollgepumpt. Spitze, sag ich mir. Alter, und jetzt habe ich den geilen Revolver, aber nur 8 Schuss. Fuck. Okay, 24 Schuss ist schon mal besser. Aber lass mal nachsehen, was habe ich denn hier noch? Okay, lass mal mit dem Revolver so ein wenig rumranzen hier. Okidoki, wo sind denn hier jetzt noch die bösen Jungs? Hier an der Bar gibt es leider nichts zu trinken, gar nichts, und Painkiller gibt es auch nicht. Okidoki. Hier ist ein Painkiller noch. Oh, du Bastard, wusste ich doch. Ich habe im Augenwinkel habe ich den Arsch gesehen hier. Den werde ich doch gleich mal im Wagen hier bedienen. Vom Boot aus dem Wagen ordentlich beschießen.
Dann hier einen Header verteilen. Oh, hier schön, schön, schön. Jetzt muss ich vorsichtig sein mit Nachladen. Jawohl, den Penner da hinten wegmachen und den hier auch wegranzen. Alter, ich muss den Painkiller jetzt benutzen. Irgendwo hat doch noch einer hergeschossen. Fuck, die haben einen Helikopter. Fahrt mitten in die Fresse. Gut gemacht, Max. Okay, okay, lass mal hier schnell weitergehen. Haben wir hier irgendwo einen Painkiller? Fuck. Ach, hier, zwei Stück. Geil. Die habe ich kalt gemacht? Nee. Verdammt, wo brüllen denn hier die Typen? Rum. Shit. Oh, oh, ich sehe das jetzt schon kommen. Hier oben gibt es noch eine ganz derbe... Oh, fuck, da oben. Alter, der hat mir hier jetzt richtig einen schweren Treffer versetzt. Der Scheißkerl. Alto, 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 alto. Ich hätte geben, alter, alter. Hier, lass mal hier durchballern. Oh, fuck, das sind so viele. Ich gehe mal hier lieber wieder in Deckung hinunter. Painkiller einwerfen. Wo sind denn die Scheißkerle? Fuck, Alter, ich Trottel. Da habe ich wieder mal verkackt hier. Ich habe den nicht gesehen, wo der jetzt hergeschossen hat. Lass mal jetzt hier wieder auf die auf das Maschinengewehr switchen. Ach, die sind tot hier. Alter, in den Arsch hineingeschossen. Du Bastard. Okidoki, also. Oh, alter Schwede. Oh. Ich bin so schwer getroffen schon wieder. Ach, hier sind die Painkiller. Lass mal hier schnell einwerfen. Wo sind denn auch hier die Gegner? Ich sehe hier... Ach, da, sieh mal, hier. Jetzt schieße ich ihm mal hier seine Sonnenbrillen weg. Und da hinten waren er auch zwei. Alter Fuchs, hä? Was? Jetzt haben sie mir einen Header gegeben? So ein Scheißlacker. Ich hab die doch, ich hatte die doch alle im Griff. So ein Scheiß, hä? Hat jetzt gerade einer Hyper Hyper gerufen? Hyper Hyper. Hyper Hyper. OMG, das ist so schwer. Das ist so schwer. So schwer. Es ist so schwierig. Alter, jetzt stehen die hier aufgereiht. Den muss ich doch alle erledigen können hier mit ganz wenig Aufwand. Oh mein Gott, was mache ich denn jetzt hier? Zum dritten Mal ballern sie mich hier über den Haufen und ich Trottel schaff das nicht. Wie gibt's denn das jetzt? Okay, hier kommt einer, das weiß ich schon mittlerweile. Wo ist denn der Penner jetzt? Okay. So, jetzt lassen wir hier das Maschinengewehr gleich nehmen, das er verloren hat. Obwohl ich mit der anderen Wumme habe ich ja richtig viel Munition. Ich nehme mir jetzt mal wieder die andere Waffe. Machen wir den unterm Tisch mal weg. Also ich keine Bullet Time mehr. Dann lass mal auf die Seite hier gehen. OMG, da drüben sind ja auch welche. Die habe ich ja vorhin gar nicht gesehen. Hey, ja kein Wunder, dass ich hier die ganze Zeit sterbe. Weil ich die Hälfte der Gegner hier einfach nicht bemerke. Ich Trottel. Okay, aber jetzt haben sie den Arsch offen. Denn jetzt hat hier der Papa noch einen Painkiller, sogar in Reserve. Na, wo seid ihr jetzt, ihr verdammten Arschlöcher?
Da haben wir noch einen. Komm hoch hier. Verdammter Penner. Alter Schwede, ich habe noch 3 Schuss in der verdammten Wumme. Und wo kommt denn der Bastard jetzt plötzlich her? Oh. Puh, alter Fuchs, ey. Oh oh. Hat sich die Türe geöffnet, aber es passiert nichts. Oh, doch. Wieder so ein Bastard. Der denkt, er kann sich hier mit dem Papa anlegen. Lass mal hier schön die Waffen aufsammeln gehen und Munition vor allem. Von den Scheißkreaturen hier. Okidoki, mit der Wumme habe ich jetzt 100 Schuss in Reserve. Jetzt kann es hier mal weitergehen. So, das ist jetzt mal eine Ladung für dich, du Bastard. Alter, du dummer Krüppel. Jawohl. Shit, Alter, ich habe schon wieder kaum Leben. Jawohl, den Alter, den Bastard habe ich jetzt weggeprügelt mit den. I checked every other inch of the boat. Oh mein Gott, Painkiller. Gott sei Dank. Okay, also genug Munition habe ich ja jetzt. Hier, jetzt bin ich auf der Brücke. If I'd known back then that they'd been up to no good while I was fighting my way through a band of violent paramilitaries and a worse hangover, I might not have wanted to go home so bad. Hey, Passos! At the time, I hadn't thought too much about this. I hadn't thought too much about anything. Now I remember it. It didn't seem quite so kosher. What about, what's her name? Daphne. Do whatever you think is best. I think it's best we try to go find her. Yeah, okay, let's go. See, I didn't think Passos was a bad guy. He didn't need to try to save this woman or the crew. Through here. Didn't realize you knew your way around here. Okay, weiter geht's hier. Komm schon, Max. Across the canal. Andale, andale, andale. Fuck, Alter, ein Gebäude voll mit lauter. Oh, geil. Okidoki. There was some equipment in the truck next to me. It'd be a shame to see it go to waste. Come on. Da drüben stehen, da drüben ist ein Painkiller. Heller für dich. Hier, schöne Ladung für dich, Bastard. Jawohl, hineingeschossen in das Office. Du Penner. Mach dich kalt hier. Ich mach dich kalt. Du Bastard. Oh, da kommt schon wieder eine Armee. Alter Schwede. Bin schon wieder so schwer getroffen hier. Oh, Mann. Treffer! Komm schon, triff den Max! Oh shit, jetzt haben sie mich schon wieder erlegt. Alter, wie schwer ist denn dieses Level hier? Sehr unpackbar. Unglaublich. There was some equipment in the truck next to me. It'd be a shame to see it go to waste. Okay, den Pen habe ich schon einmal ins Büro hineingeschossen, das mache ich doch gleich nochmal. Fort mit einem Header, richtig nice. Okay, Passos, jetzt musst du auch mal was machen. Come on, I don't know how much time we have. Go, 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 go!
Hallo Leanderle. So, lass mal hier. Zack, 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 zack. Dann da der Kerl hier, der ist unvorsichtig. Und ist hier nicht in Deckung. Und jetzt lass mal. Ach, oben leben noch welche. Shit, alter Schwede, hey. Der ist in Deckung gegangen rechtzeitig, der verdammte Bastard. Okay, den habe ich erwischt. Okay, und jetzt haben wir unten haben wir noch. Ne, da oben ist noch immer ein Gegner. Ne, der ist noch immer hier. Jetzt habe ich ihn erwischt, den verdammten Bastard. Jawohl, du kleines Arschloch. 14.000 Schuss hier für dich. Nur für dich, du kleine Ratte. Du stinkst doch nach Pippi. Okay, we're good, sagt er. Alter, ich habe nur noch ganz wenig Schuss hier in meiner Wumme. Alter, nice. I don't know what I expected to find. On a boat full of drunks and bullshit artists, I'd been the cabaret act. Shooting whatever came in front of me was easier than coming to terms with that reality. Fancy seeing you here. Tausch ich die? Nee, die tausche ich nicht gegen die MP5. Ich habe ja so viel Schuss mit der Bombe jetzt. 200. Das muss ich nutzen. Ja, das ist diese... dieses Maschinengewehr, diese Uzi-ähnliche Waffe. My own private welcoming party. Fuck! Jawohl, du Bastard. Da draußen läuft noch einer. Oh oh. Oh mein Gott. Alter, sieh ihn dir an, ey. Suélteme, gringo loco. Alter, wie geil. Alter, wie geil. Alter, wie geil. Hier eine Desert Eagle. Ja, das ist doch eine Bombe, mit der Papa kam, ey. Penner. Hier schieße ich doch die Fresse weg, hey. Aber warte, hier war doch ein Maschinengewehr. Oh, fuck. Der Trottel hier. Du kleiner Arsch. Okay, lass mal nachladen. Und dann mal hier ins Gebäude nach. Schön Munition aufnehmen. Oh, du Scheißkerl. Oh mein Gott, das war ein Hirnschuss. Was ist hier? Nichts. So, hier haben wir eine Türe. Lass die Türe mal öffnen. Okay. Okay, dokili. Okay, aber was haben wir denn hier in dem Raum? Ich hoffe, hier haben wir zumindest noch einen Painkiller oder wo versteckt. Nisch. Oh, doch. 7x2 Stück. Gott sei Dank. Gut, das sind gute Voraussetzungen, um hier weiterzumachen. Oh mein Gott, du verdammter Bastard! Hey, du kannst auch mich nicht so schrecken. Hier, du dummes Stück Scheiße. Alter Schwede, sieh dir diese Action an, hey. Alter Fuchs. Ganzes Magazin rausgeballert auf die Wichse.
Hörst du sie brüllen? Die brüllen doch von da drüben irgendwo. Ist das ein Gegner? Ja, sieh mal. Du bist ein Trottel. Painkiller einwerfen. Oh, hier ist einer. Fort in die Fresse. Lass mal nachladen. Huh, okay. Da kommt doch einer um die Ecke jetzt jede Sekunde. Wetten. Nee, doch nicht. Okay, hier ist ein Kino oder wie oder was? Ein Privatkino hier. Was haben wir hier? Ein Stufenaufgang. Da kommen sie doch auch gerne um die Ecken. Na, was sag ich? Siehst du? Und da war schon einer. Der hat sich gedacht, lass den Papa mal versuchen zu überraschen, aber der Papa, der hat sich hier nicht überraschen lassen. Und hier lässt sich der Papa jetzt auch nicht überraschen. Der Penner hat nur mit einem Auge nach vorne gelugt und hat sofort einen Treffer kassiert. Jetzt kassiert er hier nochmal einen Hodentreffer nach. Wo schießen denn die? Ihr Trottel habt euch verraten, ey. Halt die Fresse, du Mexikaner. Dummer mexikanischer Bastard. Okay. Lass mal nachladen. Sind noch 80 Schuss in Reserve. Oh, da ist einer. Fatz, mitten. Pam. Alter Schwede, an die Wand genagelt, den Wichser. I blocked out all my questions. All I thought about was getting to Daphne Bernstein before it was too late. Alter, hier sind Blutspuren überall. Ich ahne nichts Gutes. Oh, oh. Alter, ein Massaker. Jesus Christ, sagt der Max. Alter Schwede, alle tot, oder was? Tja. Fuck, man. Wie sagt man da? Das Leben ist hart, aber ungerecht. Das ist brutal. Tja, Pesos. I should have jumped in that goddamn canal myself and swum my way back to New York. Let me ask you again, Max. What do you think you were really doing in Panama? I was drinking. People died. I was drinking. Who do you think robbed you? I don't know. I was told it was people who disliked Daphne Bernstein, something about an unpleasant divorce. Her ex-husband worked on Wall Street. Do you think he has easy access to Panamanian death squads? Guess I didn't really think about it. You were smuggling something, weren't you? No. I mean, I didn't realize it at the time. I didn't think too much about it, but yes, Marcelo did drive off with something. I don't know what. I didn't see him until we got to Brazil a week or so later. I think it was money. I think Marcelo and Victor have a friendly banker there in Panama. Your little cruise was to deliver the cash to him because there it's easier to launder. But I thought the banks were rich. Rodrigo's rich. The other two, they live well, but they don't have real money. Victor's campaigns were always financed by his brother. That is the way among certain rich families. So sieht das also aus. The king, you know, he gets everything. The other two, not so much. And now Rodrigo's dead. Exactly. And Marcelo, too. It's an awful tragedy for Victor, huh? A man running on a law and order ticket, you know, whose brothers have both been killed in such terrible circumstances. A true patriot. What about Marcelo? Marcelo,
was an idiot. Were this true, I certainly don't believe he could possibly have known about it. But I do believe some other scheme, you know, some other bullshit. Whatever that cash was, Victor could have talked him into something. I don't know yet. And Passos? Well, Passos is a bum ex-cop. He failed in America, failed in São Paulo. He was surrounded by more money and more poverty than his tiny little head can handle. You think guys like that can't be bought? No, but if... But nothing. He's probably not a bad guy. He's just a man caught in the crossfire of a very rich family. What about me? You. You're the fall guy. The American. Running around, acting like the action hero. Killing lots of people. You're a stroke of genius. That ain't how it is. You were an angry ex-cop. You were sitting in a bar with a history of violence and a history of a bad temper. You were perfect. Das stimmt. Me and Passos went to the academy together. Did you? I don't fucking know. Okay, let's take a drive, Max. You want to do some good? You want to get yourself killed in a good cause? Then I need you to check something out for me. Like what? That incident at the favela today. Now, some of my officers say a bus drove off some captives. They did, I saw it. But no captives were ever booked. They probably handed them off to the paramilitary death squads, the, Nee, Menschenhandel. Prostituiertenring. Irgend sowas. Organhandel. Irgend sowas. Die Ufe. Ja, ja. Die Ufe. Max, you see that building there? The Imperial Palace Hotel? Yeah, that's what it says. People go in there, in large groups, under armed guard. But it isn't a police station, and no one comes out of there. Why don't you just go in and... Ja, da krachen wir doch gleich mal rein. Only a cop, Max. So you keep saying. Ja, dann wird der Papa hier mal hineinmarschieren in diese Bude. I didn't fancy booking myself in the presidential suite. Und mal nach dem Rechten sehen. For the basement. Gut, mal sehen, was wir da drinnen finden. Savior of the poor. I wasn't too excited about the acoustics in this place. A couple of gunshots would sound like I'd walked in here with a goddamn marching band. Alter, was wird das jetzt, ein homemade Schalldämpfer oder was? None of what was about to happen was gonna be. Zu geil. It was the question I kept on asking myself. How could I have been so blind? I was convinced the Broncos had gotten the wrong man for the job, but maybe De Silva was right. I was the stooge. The bad joke everybody got but me. Okidoki, Knusperkeks und blaue Ärschchen. Ich bedanke mich hier an dieser Stelle jetzt mal bei euch fürs Zusehen. Hat euch mein Let's Play gefallen? Dann abonniert meinen Kanal. Ich mache hier regelmäßig Videos. Wir sehen uns im nächsten. Bis dann. Tschüss.